Wow, Freunde, im heutigen Video werden wir wirklich drei neue Eröffnungen der absoluten Extraklasse testen. Es sind drei Läden, die es so noch nie in Köln gab und die es auch ganz selten in ganz Deutschland gibt. Ihr könnt euch wirklich freuen, denn es gibt großartiges Essen. Wo es aber auch großartiges Essen gibt, ist bei Pasta Poesia, meiner Pasta-Brand. Und da sind wir gerade im Sommer Schlussverkauf. Richtig, wir machen eine kleine Sommerpause und ihr könnt jetzt exklusiv einmalig mit dem Code PASTALOVER20 20% Rabatt bekommen. Wollte ich euch kurz gesagt haben, legen wir los mit dem ersten Spot. Wir stehen vor dem ersten Spot des heutigen Tages und er ist als solcher gar nicht zu erkennen, denn ihr lest wahrscheinlich Bredouille Weinbar. Wir sind aber nicht hier für Wein, wir sind hier für Sandwiches, denn Feinripp und Gold hat hier sein Pop-up, ein Neuzugang hier in Köln und ich sage euch so viel, die haben mich schon einmal verzaubert, ich musste sie euch zeigen. Und falls ihr euch fragt, was es hier gibt, im Wesentlichen Sandwiches, aber nicht irgendwie, ich sag das nicht leichtfertig, das sind Sandwiches 2.0. Freunde, ich bin wirklich immer noch geflasht. Ich glaube, ich war vor zwei Tagen einfach mal so hier. Was ich da gegessen habe, hat es mir wirklich angetan. Ich hatte nämlich das Sandwich mit Ossobuco. Wir haben gezupftes Ossobuco Bio-Rind direkt vom Züchter mit Trüffelmayo, Cheddar, Salat und frischen San Marzano-Tomaten. Ich habe das gegessen und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das hat mich ein Stück weit auch inspiriert, dieses Video hier zu drehen, weil mittlerweile gibt es in Köln wieder einige neue Eröffnungen, die wirklich was drauf haben. Das ist aber längst nicht alles. Wir haben auch das Sandwich mit den Meatballs. Wir haben Chicken Ruby, auch vegetarische Optionen mit gegrillter Aubergine oder Austernpilzen und halt auch weitere Kleinigkeiten, in die ich mich wahrscheinlich erst in ein paar Monaten, wenn ich mich durch alle Sandwiches getestet habe, rantrauen werde. Suppen, Salate, geile Schweinerei, krosse Sandwich-Sauce mit geschmolzenem Cheddar und Chili Crunch. Und das Ding ist, sogar dieser Chili Crunch ist selbst gemacht. Also hier ist wirklich Handarbeit groß geschrieben. Ich glaube, die beiden Jungs, die das machen, haben auch irgendwie einen Sterne-Background. Das merkt man an den Gerichten, das merkt man an der Qualität. Wir bestellen uns, ich würde sagen, zwei schöne Sandwiches und dann starten wir in den Tag. Freunde, ich freue mich. Los geht's. Du merkst schon, es wird ein kalorienreicher Tag. Geil, ich freue mich. Also Freunde, guckt euch an, was wir hier Feines haben. Das habe ich gegessen vor zwei Tagen und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wir sehen dieses geile Ossobuco, schön geschmort, ganz zart. Dann Trüffelmayonnaise. Bin mir ziemlich sicher, dass ziemlich alles, was ihr hier seht, selbst gemacht ist. Also das Brot kriegen sie nach Anleitung produziert. Auch ich finde die Sides sind geil. Du hast so eine halbe Essiggurke, ein paar geile Chips. Hier vorne ein selbstgemachter Chili Crunch. Und hier drüben das Meatball Sub. Also Freunde, reden wir nicht viel. Direkt rein in dieses geile Ossobuco Sandwich. Guck mal, muss ich euch sagen, dass es saftig ist. Es tropft wirklich jetzt schon. Rainer, ich habe so Bock drauf. Du schmeckst wirklich so diesen, ich glaube, das ist mit Rotwein geschmort. Du hast einfach diese geile Trüffelmayo. Das Brot hat einen heftigen Biss. Das haben wir auch erklärt bekommen. Das ist im Prinzip ein Burger-Bun, aber in einem Brotleib ausgebacken. Also man sieht hier auch wirklich, wie die Faser quasi läuft von dem Teig. Und das sind einzelne Burger Buns, die zu einem großen Brotleib zusammengepackt wurden. Und du hast damit wirklich einen sehr einzigartigen Biss. Aber das ist alles sekundär, weil diese Geschmackskombination, Freunde, das schickt mich komplett. Ich würde fast in den Mund nehmen, bestes Sandwich. Aber ich darf auch Mare Atlantico nicht das Herz brechen. Mare Atlantico, bestes Ciabatta hier, bestes Sandwich der Stadt. Wahrscheinlich der Region und vielleicht sogar noch mehr. Geh mal so richtig rein mit Herz. Alter, Alter, du hast halt dieses gezupfte Fleisch, was ultra zart ist. Unglaublichen Amount so auf Bratensoße. Bratensoße, ja, ja. So diese Charakteristik halt einfach. Selbstgemachter Chili Crunch mit dem gleichen Brot. Chili Crunch ist ja auch immer geil, ne? Aber es hat schon mal noch eine besondere Qualität im Vergleich zu dem aus dem Glas. Wir haben uns eben schon ein bisschen mit den Jungs unterhalten, die das Ganze hier machen. Je nachdem, wann ihr das Video seht, kann es sein, dass es nicht mehr am aktuellen Standort ist, das ist in der Bredouille, sondern dass sie ihren eigenen Laden haben, weil das ist jetzt gerade noch ein Pop-up, aber ich habe keinen Zweifel, dass es sehr bald kein Pop-up mehr sein muss und kann und darf. Deshalb verlinke ich vielleicht mal nicht nur die Adresse, mache ich eh bei allen Restaurants, sondern auch den Instagram-Account, da könnt ihr mal reinschauen. Aber probier das einfach mal, Eric, auch der Chili Crunch. Das ist die frittierten Knoblauchchips, Frühlingszwiebel. Und das Krasse ist, wir haben heute in der Neueröffnungsfolge wirklich nur Hochkaräter. Also ist jetzt nicht so, dass ihr euch denken braucht, ja okay, wird eh nicht besser. Besser wird schwer, so viel sei gesagt, aber wir haben wirklich Spots auf der Liste, die sind unglaublich. Aber Freunde, sorry. Subway-Werbung in real life. So, weißt du? So, das ist so auf diesem Bildschirm bei Subway, aber hier kriegst du es halt und hältst es in der Hand. Aber Freunde, guck mal hier. Man sieht schon so diese karamellisierten Zwiebeln, dunkelrot. Auch, ne, wie effizient und eng das gerollt ist. Ist halt wirklich geil. Man kann sagen, was man will. Ist auch ein anderes Brot hier in dem Fall, ne? Ja, ist ein anderes Brot, ja. So ein Sesam-Loaf einfach, so ein Roll, weißt du? So ein Hoagie-Roll. Hoagie-Roll. Man hat es bei Goldies gesehen. Die Jungs, die schon die Strapazen der Sterneküche hinter sich haben, wenn die ein normales Gericht anpacken. Kommt häufig was Geiles bei raus. Rein da, probieren wir. Instant so diesen stereotypen Italien-Geschmack von der Basilikum-Mayo, der aber genau richtig ist in diesem Sandwich. Und die Meatballs, Bro, habe ich noch nicht so gegessen. Also Real Talk. Sind die zart? Ja, ultra zart? Da beiße ich jetzt rein.
Ich bin froh, in Köln zu leben. Ich bin es immer wieder. Manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig auf andere Städte. Keine Ahnung, wenn ich in Düsseldorf, Little Tokyo bin, geil japanisch esse. Aber manche Sachen gibt es halt auch besonders gut in Köln. Ja, wir haben alles getestet. Ich würde sagen, das war wirklich ein bombenstarker erster Spot. Alles unten verlinkt. Wir machen uns weiter zum zweiten Spot, der auch so mindestens in Berlin, wenn nicht in Barcelona oder anderen internationalen Metropolen stattfinden könnte. So natürlich auch in Köln am Rhein. Deshalb weiter geht's zum nächsten Spot. Ach, ich bin im siebten Himmel. Der ein oder andere dürfte schon davon mitbekommen haben, Boring Burger hat aufgemacht bei uns in der Kölner Innenstadt. Wir fühlen dem Ganzen auf den Zahn, ob es auch wirklich gut ist. Gehen wir rein. Altbekannt, SOT, Self-Order Terminals. Spricht schon mal für eine hohe Professionalisierung. Ich hoffe, das merkt man auch im Essen. Wir essen natürlich hier und gucken uns mal an, was es so gibt. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass der Laden hier Design verstanden hat. Wahrscheinlich einer der coolsten Burgerläden, in denen ich je war, international. Ja, die Qualität vom Essen entscheidet natürlich am Ende. So, wir haben natürlich Cheeseburger, wir haben Plant Smash Burger, auch cool, gibt es nicht überall. Special One, so ein Patty Melt, also quasi mit einem Toastbrot. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will eigentlich die Benchmark testen, weil wenn ein neuer Smash Burger Laden in meiner Stadt aufgemacht hat, dann muss ich den normalen Cheese Smash Burger testen. There we go, los geht's. Aber Interior Design. Durchgespielt. Ob der Burger das matchen kann, das ist die Frage. Man denkt sich halt immer, wenn jemand so viel Mühe in Interior steckt, dann wird er auch in sein eigentliches Produkt viel Arbeit stecken, aber gucken wir mal, wo der Fokus sitzt. Und da haben wir auch schon unser Menü. Das kommt mit Fries, kommt mit einem Burger, kommt standardmäßig mit der Cheese Sauce. Ich habe noch nie die Cheese Sauce bestellt bei Goldies oder so, weil es mich nie so angelacht hat. Heute werde ich sie zum ersten Mal probieren. Ich denke, ich bin kein Fan, aber wir werden sehen. Und dann eben die Boring Sauce. Wahrscheinlich so eine klassische Homemade-Burger-Soße. Bisschen Ketchup, bisschen Mayo, vielleicht bisschen Pickles drin. Ich sehe Paprikapulver. Also da machst du eigentlich nie was mit falsch. Probieren wir sie. Schmeckt sehr lecker, Pommes knusprig. Man sieht auch, die haben ordentlich gewürzt gesehen. Kann man gar nicht sagen, richtig gut. Worum es hier natürlich aber im Wesentlichen geht, sind nicht die Pommes, sondern der Kandidat hier. Wir haben den Classic Cheesy Medium, das heißt mit zwei Beef Patties. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Man sieht auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kruste vom Smashen. Es ist so ein Ultra-Smashed-Burger, also gerade hier am Rand ist nur noch Kruste da eigentlich. Und man merkt es auch, sobald man ihn in der Hand hält, es ist ein Martins-Bun, es ist fluffig, es ist weich. Und man könnte sagen, dass es vielleicht einfach eine Sache ist, die man oft genug gesehen hat. Aber ich muss sagen, man hat es definitiv nie oft genug gegessen. Ich glaube, Smashburger sind geschmacklich einfach so weit oben, dass es mehr als nur ein Trend ist und deshalb... So was gab es bisher in Köln noch nicht. Ja, das stimmt. Ja, so ein richtig. Es gab keinen richtigen, echten Smashburger in Köln. Das wird mir gerade erst so richtig bewusst, weil ich sie schon so oft allerorts gegessen habe. Aber sowas hier in einem Martins-Bun mit einem schönen Smash gab es wirklich nicht in Köln. Hast du absolut recht. American Cheese, gegrillte Zwiebeln, genug geredet. Wird Zeit für diesen ersten Bissen. Schöne Kruste. Ich würde fast sagen, dass er ein bisschen mehr Salz vertragen kann. Einfach um noch mehr so diesen beefy Flavor rauszuholen. Aber wir reden ja auch wirklich über eine neue Öffnung. Es ist gerade eine Woche offen. Dementsprechend muss man da jetzt auch nicht mit der Lupe rangehen und sagen, ja, fehlt aber ein bisschen was davon. Es ist vom Grundprodukt super, super nice. Wunderschöner Laden. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das hier gut funktionieren wird. Ich meine, wir sind an einer der Haupteinkaufsstraßen in Köln. Und auf jeden Fall ein geiler Zugewinn für die Kölner Gastrolandschaft. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich finde, einen guten Smashburger sieht man schon so an, dass der wenig falsch macht. Und hier, wenn du den in der Hand hältst, spätestens dann siehst du auch, okay, so der ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Level. Ja. Weißt du, was mir fehlt? Der ist komplett so ein geiler, matschiger Smashburger. Du hast den Käse, du hast diese gegrillten Zwiebeln, die ja auch eher matschig sind, ja. Und das Fleisch. Das ist ein Messy Burger. Mir fehlen Pickles. Ja. Kann man dazu bestellen. Säure, ja. Oder Senf. Ja. Senf ist ja auch nochmal ein Gegenpol. Aber hier hast du so alles nur so eine Geschmackswelt. Eine Sache habe ich aber groß angekündigt, die ich jetzt zum ersten Mal machen werde. Rein in die Cheese Sauce. Guck mal, die hat schon so eine ledrige Haut gezogen. Und rein in die Cheese Sauce. Sieht halt übelst pervers aus. Ne? Ja. Ich verstehe, warum es ein Ding ist. Sieht halt gut aus. Gucken wir, wie es schmeckt. Ich weiß nicht, was es ist. Es schmeckt extrem ungesund. Für mich sind diese Käsesoßen ein bisschen Stuntfood. Würde ich niemals so auf Ernst, auf unironisch essen. Wir haben ja noch eine Kleinigkeit bekommen. Das sind die Brookies, also Brownie Cookies. Man sieht es ein bisschen an der Bauhöhe. Eine weitere Spezialität, die es hier gibt, die auch ziemlich einzigartig ist. Also gibt es natürlich anderswo, aber in Kombination mit einem Burgerladen habe ich es noch nicht gesehen. Freunde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Der Teig hat noch sehr viel Feuchtigkeit. Wir haben Macadamia-Nüsse drin und allein vom Anfassen ist mein Finger schon ölig. Reiner. Was man auch sagen muss, die Betreiber des Ladens haben ja schon einige Erfahrungen im Bereich Gebäck gemacht, denn der Laden ist von den Gründern von Cinemood. Damit kriegst du mich halt, ne? Ich liebe auch die Subway-Cookies. Ich finde es überraschend, ist gar nicht so pappsüß, wie man es vielleicht erwartet.
erwarten würde. Aber teigig, Macadamia ist eh total mein Fall. Sehr geil. Definitiv alles in allem auch ein Besuch wert. Freunde, wir haben gerade unser Feedback geäußert, haben gesagt, bisschen Säure, bisschen Ketchup, bisschen Säfte, haben die gesagt, ja, dann probiert doch mal den Classic. Hier haben wir ihn jetzt. Also scheinbar ist es einfach eine Kreation, die ohne all das, was uns gefehlt hat, auskommt. Ich glaube, so läuft es häufig, wenn man einen neuen Laden testet, dann wählt man irgendwas von der Karte, was vielleicht nicht 100% den eigenen Geschmack trifft und dann kriegt es einen Stempel. Wir testen das jetzt mal mit Pickles obendrauf, mit Ketchup unten drunter, mit Senf unten drunter. Ich habe da schon so ein Gefühl, dass das eher den Smashburger-Geschmack trifft, den ich gerne habe. Probieren wir. Ja. Übelst geil. Am Ende des Tages, ein geiler Smashburger ist ja simpel. Besteht aus wenigen Bestandteilen. Geiles Bun, gut gesmashter Burger, American Cheese und ein paar Soßen und vielleicht Toppings nach Geschmack. Den habe ich jetzt schon in L.A. gegessen, den habe ich in London gegessen, den habe ich in Amsterdam gegessen. Aber es ist immer wieder geil. Und so ist es das auch hier. Deshalb Daumen hoch, Kölner Innenstadt. Wenn ihr es klassisch haben wollt, dann bestellt den Classic. Hätte man sich auch vordenken können. Wenn ihr die Eigenkreation testen wollt, bestellt den Boring. Macht's nicht. Ich würde sagen, unterm Strich, heftiges Ladenkonzept, sehr, sehr geiles Grundprodukt. Ein wenig Raum für Verbesserungen, aber hey, bei einer Neueröffnung nichts, wofür man sich schämen muss. Ich bin sehr froh, dass es das gibt. Ich werde definitiv nicht zum letzten Mal hier gewesen sein. Ein absolutes Highlight, und das sage ich nicht einfach so, haben wir jetzt zum Schluss. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch der ein oder andere renommierte Restaurantführer. Machen wir uns auf den Weg zur Caruso Focaccia Bar. Vielleicht wird der ein oder andere hellhörig und sagt, hä? Caruso Pasta Bar kennen wir doch. Richtig, das ist jetzt quasi das neue Konzept von den Leuten von der Caruso Pasta Bar. Geiler Laden, habe ich letztens noch meinen Geburtstag gefeiert. Ohne Witz, richtig gut. Aber das hier ist quasi die gleiche Liebe und die gleiche Aufmerksamkeit zum Detail. Nicht bei Pasta, sondern bei Focaccia. Gehen wir rein, testen uns durch. Ich sage euch so viel, es wird richtig gut. Danke sehr. Dankeschön. Wow. Das sieht doch krass aus, oder? Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An Mailand. Ja. Es gab einen Laden, ich war ja einen Monat in Mailand im Mai und da sind wir immer und immer wieder hingegangen. Und zwar war das Princi. Den gibt es mehrmals in Mailand. Und da gibt es eben auch so, ich glaube, die lassen das als Pizza laufen, nicht als Focaccia, aber auch so ein bisschen dickerer Teig, geiler Belag. Aber ich sag euch eins, nach hier muss man nicht mehr nach Mailand. Oder zumindest nicht mehr zu Princi, weil das ist Next Level. Wir kennen ja schon die Leute von der Caruso Pasta Bar. Wir haben ja vor Jahren schon dort gedreht. Ich muss auch wirklich sagen, die Anna von der Caruso ist wirklich eine der herzlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Es war so schön, wir haben einmal da gedreht und danach haben wir sie auf der Straße wieder gesehen. Und obwohl wir uns gar nicht so wirklich persönlich kennen, hat man sich dann so umarmt. So, weil es einfach so eine schöne, ja, geteilte Leidenschaft für Essen ist. Ich bin der, der es ist, die sind die, die es machen. Das sieht doch wieder fantastisch aus. Hier die Marinara zum Beispiel, ne? Wie bei einer Pizza Marinara, ohne Käse oder sonst was. Einfach Kapern, Oliven, Cherry-Tomaten. Es sieht schon richtig, richtig gut aus. Da drüben haben wir die Tedesca, also die deutsche, mit so einer Salsiccia. Kartoffeln sind dabei, bisschen Schnittlauch, bisschen Käse, sehr, sehr geil. Und hier die Tonno. Also es ist, ich würde sagen, für den Deutschen wahrscheinlich eher so ein Hybrid aus Pizza und Focaccia. Aber es ist so eine Focaccia Romana, also eine relativ typische. Wie unfassbar weich dieser Teig ist. Aber der hat eine relativ lange Teigführung. Also dadurch wird das so saftig. Und was Focaccia auch immer hat, ist eine unglaublich hohe Hydration im Teig. Ja, genau. Ganz viel Wasser drin. Und durch die lange Teigführung hat es dann eine schöne Struktur, wird so ein bisschen klebrig auch schon fast. Mit der Marinara. Marinara ist eigentlich immer so die Basic so. Und normalerweise, ne, könntest du mich gerade mit Essen jagen. Also wir haben alle Spots, die ihr gesehen habt, haben wir innerhalb von 2 Stunden getestet. Alles, was wir gegessen haben. Da ist man eigentlich satt, aber das hier lacht mich trotzdem an. Probieren wir. Man könnte sagen, das ist voll übertrieben, was ich jetzt sage. Aber es stimmt, wenn man drüber nachdenkt. Das ist im Prinzip so die Essenz der italienischen Küche. So geile Tomaten, schöne Zutaten, einfach lecker. Schöne Zutaten und wie es in Italien ist, mit einfachen Zutaten ein zusammengewürfeltes Produkt, das einfach nur gut ist. Deshalb Marinara kann ich schon mal sehr, sehr empfehlen. Mittlerweile, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, sind die hier mit 96 aus 100 Punkten im Falstaff bewertet. Also wirklich so einer der Top-Läden in Deutschland, so was das angeht. Das ist wirklich verrückt, aber es stimmt auch alles drin. Super schön Design, super Produkt. Service ist hier eh immer Bombe, deshalb definitiv ein Muss in dieser Folge über die Neueröffnung. Und ja, hier haben wir die Tedesca mit Salsiccia, die habe ich auch schon probieren dürfen. Und mit Scamorza-Käse, ich habe sie sehr, sehr gut in Erinnerung. Halt sehr herzhaft, aber probieren wir. Wie Labello, so wenn man da reinbeißt. Rauchigkeit vom Scamorza wahrscheinlich auch crazy hier, ne? Geht natürlich deutlich mehr in die herzhafte Richtung, aber trotzdem richtig gut ausbalanciert. Alle beide richtig gut. Richtig, richtig gut. Eine haben wir noch übrig, die testen wir noch. Den Rest nehme ich mir mit und gönne ihn mir, wenn ich wieder richtig Hunger habe. Aber ich sage euch eins, alleine wie das hier schon wieder beladen ist, ne? Die Tonno, du hast richtig dicke Stücke Thunfisch. Die liegt ja quasi schon vorgebacken in der Auslage und wird dann nochmal in diesen kleinen Öfen knusprig aufgebacken. Und so ein bisschen New York Pizza Style, ja, so ein bisschen so Slice Shop. Yeah. Ja. Aber auch hier wieder
wieder. Du hast wirklich eine schöne Teigdicke. Ich bin viel am Schwärmen heute, aber wir haben auch heute Superläden dabei gehabt und hier sind wir natürlich auch bei einem ganz besonderen. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Ich würde jetzt sowas sagen wie die beste Thunfischpizza, die ich je gegessen habe, obwohl es nicht mal eine Pizza ist. Also es ist besser als jede Thunfischpizza, die ich gegessen habe. Aber auch viele Zwiebeln. Ne? Viel zu sagen gibt es nicht mehr. Freunde, das Abendessen ist gesichert. Ich glaube, heute hat man wieder gezeigt, dass man wirklich stolz und froh sein kann, in Köln zu wohnen. Ich bin es immer wieder. Ich glaube, die Kölner Gastrolandschaft ist durch einige Juwelen bereichert worden. Heute war wahrscheinlich wirklich die stärkste neue Eröffnungsfolge. Wir hatten so viele geile Läden dabei. Deshalb hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, Pasta Poesia, exklusiver Rabatt gerade. Alles nochmal unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.